Es ist inzwischen, wie spät ist es? Ich hab doch keine Uhr. Es ist 11.25 Uhr, wir stehen auf Kassel-Wilhelmshöhe. Wir sitzen in einem Zug, der seit 11.01 Uhr unterwegs ist. Ja. Der 11.01 Uhr hat er nicht geschafft. Nee, das stimmt, aber ich glaube... Gut, also wohin will ich? Ich will nach Bottrop heute. Du fährst nach Hause. Ich fahre nach Bottrop zur Comedy-Baustelle, zum Benjamin. Das sind 2-2,5 Stunden Regionalbahn, sofern der Zug je losfährt. Also wie gesagt, jetzt haben wir 22 Minuten am Startbahnhof. Mhm. Gestern haben wir gespielt in Fellmar, hier in der Nähe, mit unserer Kultusnet. Deswegen ist auch Detlef, habe ich jetzt gesagt, wie schon ganz deppert, Volker. Ja, nein, es war ja Kosmos. Kosmo, jetzt Kosmo. Kosmo, er heißt Volker, aber jetzt auf der Bühne heißt er jetzt Kosmo. Ja, Kosmo, Tiefes. Ja. Und war eine schöne Show. Das war eine total schöne Show. Ich meine, es war nicht voll, muss man ehrlich sagen. Es war nicht ganz voll. Es waren 80 Leute. Ja. So ungefähr. Ja. Und war eine lustige Show. Die haben viel Spaß gehabt mit uns. Aber ja. Und jetzt gibt es die nächste Show. Du fährst heim. Ja. Aber da gibt es zu Hause bestimmt auch eine Show. Ja. Gut, und wir haben jetzt 11.26 Uhr. Ja. Der Zug hat sich bewegt. Nein. Machen wir Wette, wann fahren wir los? 35, sage ich. Ich wollte 11.31 sagen. Okay, du sagst 31, ich sag 35. Und ich werde beim nächsten Video werde ich dann sagen, wer gewonnen hat. Wir bewegen uns. Ja, juhu. Eigentlich wären wir jetzt in Warburg, aber eigentlich wollten wir jetzt hier auflösen. Also keiner von uns beiden hat gewonnen. Nee. Wir sind tatsächlich um 11.29 Uhr losgefahren. Das heißt, wir haben 27 Minuten Verspätung. Ja. Am Startbahnhof. Ja. Jetzt können wir noch spekulieren, woran das gelegen ist. Ich bin in Bottrop angekommen. Das ist der wunderbare Benjamin, der hat mich eingeladen. Ich war schon einmal bei einer so geilen Show von ihm. Er macht so eine wunderbare Talkshow, Live-Show, kann man so umschreiben. Genial. Er ist ein sehr guter, allerdings politischer Kabarettist. Also eigentlich ein Wunder, dass ich spielen darf als Comedian. Ja, aber ist so. Und jetzt schaut es euch mal an. Benjamin, wo parkst du hier? Wir sind im Baubedarfsepe und haben hier diese Halle alleine nur für uns als Parkplatz. Das ist der Parkplatz, schaut sich das an, ist das geil. Und jetzt gehen wir dann rein und da gibt es eine noch größere Halle. Da ist, vorne ja, schau. Das ist der Backstage-Bereich. Ja. Ah, das ist die Schubkarre, die berühmte, oder? Ja, genau, damit werden die Kollegen nachher zu günstig. Achtung, hallo, guten Tag. Ich bin der Nico. Servus. Ich bin der Dominik. Servus, freut mich. Hallo. So, und das ist jetzt die geile Baustellen-Comedy-Location. Das klingt ja jetzt schon super. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin in der Baustelle. Oder wie meine Frau auch sagen würde, Nico ist im Sexleben angekommen. Hello. Ah, ist das geil. Das ist jetzt ein bisschen heller, muss ich da runter rein. So schaut es gut aus. Wahnsinn. Wie viele Leute sitzen da? 270, 280 Leute in einem Baumarkt. Das müssen wir nach Österreich, exportieren, das Konzept. In unserer unglaublichen Baustellengarderobe. Schaut euch diese Baustellengarderobe an. Haben wir schon schlechtere gehabt, oder? Ja, aber ist ja cool. Das spielt schon aus wie bei den Bayern München im Stadion, schaut sie aus. Das ist die Künstlergarderobe hier im Baucenter. Es gibt was Gummibärchen natürlich. Das ist mein Stabilisator, den tue ich mal weg. Gummibärchen gibt es hier. Seht ihr das? Cola zu trinken, Kaffee, Obst. Hier sind die Spinde, da können wir unsere Sachen unterbringen, ist auch cool. Und da liegen schon bereit Plakate, die müssen wir dann alle unterschreiben. Die kriegen dann Fans oder auch der Veranstalter als Erinnerung und Sponsoren. Ist richtig schön da, total cool. Wir werden mit der Schubkarre auf die Bühne gefahren. So, wenn ein gutes Gleichgewicht sind, dann kannst du auch stehen. Nee. Das ja, wenn du den nicht hast. Da voll rein, oder? Genau, ja, ich glaube, ich werde auch die Mutti hier. Das ist doch mal ein entspannter Auftritt, oder? Ich finde, cool. So sollte es immer sein.
Österreicher Surfen. Juhu! Hey! Also das war jetzt ein ganz schöner Abend in Bottrop. Das hat richtig Spaß gemacht. Eine geniale Show in dieser Bauhalle Sepe, Lagerhalle Sepe. Vielen Dank an Benjamin Eisenberg, der mich eingeladen hat, die tollen Kolleginnen, Michael Steinke, der moderiert hat, und Vera Deckers, die dabei war. Es war cool, also was die Techniker dort an Licht und Effekten eingebaut haben, auch dieses lustige Reinfahren mit der Schubkarre, war eine ganz interessante, völlig und verblüffend auch, dass da fast 300 Leute, das war völlig ausverkauft waren. Also ich kann nur sagen, die Show ist es wert, entweder als Comedian einmal mitmachen zu dürfen oder zweitens, wenn man mal in der Nähe ist oder lebt, unbedingt auf die Comedy-Baustelle gehen. Es macht richtig Spaß. Und jetzt geht's wieder ab nach Hause.